Ja gut, ich spiele Minecraft jetzt eh So. erstmal nur auf der Seite gerade. Auf welcher Seite? Auf der Z Auf meinem zweiten Monitor liegt Minecraft, während ein Discord-Bot auf dem ersten Monitor liegt. Okay. Du hast einen Discord-Bot? Seit neuestem Jahr. Hab mir Mhm. spontan mal in den Kopf gesetzt, das zu lernen und naja, sagen wir mal so, es funktioniert jetzt. Was Jetzt kann habe ich den das? Discord. Was kann Der der Discord-Bot? Discord-Bot gibt Informationen über Käse aus. Aha, ein Käsebot. Ja, so heißt er auch, Cheesebot. Cool. Den brauche ich auf meinem Discord-Server. Lässt sich einrichten. Hat 1800 verschiedene Sorten Käse eingespeichert. Sehr schön. Er ist halt auf Englisch, das ist es halt. Hab keine deutsche, So, hab aber kannst du mal halt die auch keine Anleitung deutsche Seite raussuchen. gefunden. Er hat nur ein, hat nur zwei Kommandos, von daher. Aha, sehr schön. Hab ihn schließlich selbst geschrieben, also Kriegen wir kenne also ich auch die ja, ein. Commands. Oha. Okay, kriegen wir also auch ein Käsebot offen. Kriegen, brauch ich muss ein bisschen Käsestände machen. Oh jo, kannst du dann einfach darauf einschränken, dass er nur da drin gucken kann und dann hat sich das auch. Dann machen wir Käsechannel. Permissions-technisch. Jo, Okay, das warum Portal nicht? ist noch nicht ganz fertig. Das muss noch weitergebaut werden. Okay, brauchen wir noch ein bisschen. Ich glaube, da ist auch hier ein bisschen was falsch. Na jo. Ich passe gerade diesen Bot nicht, Ja. Suchfunktion. Das sieht anders aus. So, mal gucken. Aha, Stufen. Okay. Was habe ich hier angestellt? Und warum? Warum habe ich das dort nicht gemacht? Da brauche ich, glaube ich, eine neue Steinziegel. Dann machen wir erstmal das symmetrisch. Steinziegel. Hi, Prof. Grätzi. Schaust du dir an? Ich hab bloß den Account hier rumstehen. Okay. Hier ist dann noch viel Platz für andere Sachen. Okay, Ja. ich stehe jetzt hier. Da können noch andere Nochmal Sachen. drei, vier Kirchen. Ja. Kann noch ein Pfarrhaus hingebaut werden. Oh ja, so ein bisschen Sakristei. Ja. Ein Pfarrhaus mit dem Keller. Die kleinen Kinder. Irgendwo müssen noch die kleinen Kinder rein. Ja. Und wo bleibt Mordi? Der ist noch. Ach so. Der hat das Essen gemacht, der kommt Müsste ich später. eigentlich auch irgendwann nochmal machen. Der kommt heute später. Und immer noch Oh Fisch. jo. Muss auch Hab heute irgendwann noch nichts mal. wirklich gegessen, aber ich hatte bisher doch keinen Appetit großartig. Muss auch irgendwann mal den Scheiß aus dem aus der aus der Holzhütte drüber in meine Hobbithöhle bringen. Irgendwann müsste ich mal die Innenausstattung für mein Haus machen, aber ich weiß gerade aktuell nicht so ganz, was für eine Ausstattung ich will. Was will Na, da denkt ihr Kickstarter? was Oh. aus. Oh, cool, meine Kickstarter? 3D-Druckdüsen sind sind fertig. Bist bei Kickstarter?
Ja, ich bin bei Kickstarter aktiv, unterstütze da immer mal wieder Projekte. Aber nicht eigene Projekte, oder? Eigene Projekte habe ich keine, nee. Ich dachte, du hast ein Kickstarter-Projekt, was man unterstützen Nee. könnte. Nee. Ich Hast du unterstütze nicht? bloß andere Projekte. Mittlerweile insgesamt 23 Stück. Größtenteils irgendwelche lustigen Kleinscheiß. Ach, das war die einzige Kampagne bisher, die nicht Okay. erfolgreich war. Joint Creative, ein soziales Netzwerk für kreative Menschen. Sie haben von dem Ziel von 1023 Euro haben sie 316 Euro bekommen. Okay, wie macht man sich eigentlich eine so ein Schleifstein, so ein Sägedingens? Ach so, eine Säge. Eine Ich Säge, womit man sich meine, das Steine. war unten die Reihe Stein und ein Eisen in die Mitte. Ich bin mir aber nicht ganz Sonst würde sicher. ich mir selbst mal eine machen, nicht dass das ist dann einmal zum Modi reinrenne, wenn ich mir direkt auf die Baustelle einsetzen. Eisen müsste ja noch irgendwo haben. Es lässt sich mal wieder zum Modi reinzurennen. Ich glaube, ich kann die Musik Stein, gerade mal ein bisschen lauter machen Säge. gleich. Dann wahrscheinlich oben eher. Unten drei glatte, jeweils ein glatter Stein in der gesamten unteren Reihe und ein Eisen in die Mitte. Okay, es ging noch hin. Wo habe ich Was habe ich Eisen? denn sonst so alles gebackt? Den Mini-PC, den habe ich ja auch noch rumliegen. Muss doch hier irgendwo Eisen haben, oder? Nee, ich habe kein Eisen. Wieso habe ich kein Eisen? Hast du Eisen für mich? Gucken. Wieso zum Henker habe ich kein Eisen? Also im Inventar habe ich keins. Hast du irgendwo in deinen Kisten welche? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es raus. Eine Sekunde, ich wollte ja mal. Okay. Ich habe genau drei Eisen da. Kannst du mir Sollte eines doch reichen. abgeben? Jo, das lässt sich einrichten. Wo bist du aktuell? In meiner Hütte. In der Also. Hobbitshöhle. Ah, genau, Betöder, okay. Also drei Steine und ein Eisen. Ein Eisen in die Mitte, genau. Ah, ein Eisen. Bitte Bitte schön, schön. danke. Und da ist der Stein. Steinsäge. Sehr Bullshit, schön. was hab ich für Bullshit schon unterstützt auf Kickstarter? Tja, ich noch ja nicht. Oh, auf das Ding freue ich mich Kann aber. man mal Eine machen. Powerbank, die die zwei Laptops laden kann, wenn es drauf ankommt, gleichzeitig. Davon habe ich schon gehört. Bolt by UZE. Graphen Powerbank. Gab es da nicht nochmal Wunderschönes so eine Zeug. andere Powerbank, die dann auch irgendwie Also an Powerbanks noch mehr mangelt's eh machen? nie auf Kickstarter. Also, like holy fuck, die haben so viele fucking Powerbanks im System. Also ich höre manchmal, dass es Spiele gibt, die auf die Dingens finanziert wurden. Oh, stimmt, mein Gimbal hatte ich ja auch von Kickstarter. Es gibt halt manche Videogames, die über Kickstarter finanziert sind. Ja, da habe ich Finde auch ich ein paar mal gespannt. unterstützt. Viele Indie-Games, die läuft. Micromages, Death Bulge, Billy Bust Up. Mit großartigen Oh, The Cyanide Indie-Games, die ich schon mal Happiness getestet Adventure habe. Game.
ansonsten ein Haufen Mikroelektronik-Kram. Blinks, auch ein schönes kleines Spielzeug. Mhm. Verdammt. Naja, bisher hatte ich noch eine recht gute Erfolgsquote, wenn es um Kickstarter-Kampagnen ging. Ich glaube, nur 2 kamen nicht bei mir an. Insgesamt von 23. Okay. Okay. Zurück zum Bot. Aha, das oberste ist dann auf dem Level. Ah ne, so hier. So, da muss eine Stufe hin. Und ja. Falsche Macht. Und Klammer zu. Bot neu starten. Mal gucken, ob die Suchfunktion jetzt funktioniert. Fuck. Natürlich habe ich dafür jetzt nicht. Nein. Okay. Jetzt auch mal wieder ordentlich für Fallschaden. Ja. Ansonsten ist jetzt wieder bei mir der hier. Ich habe da so ein. Bei mir im Bad so ein Lappenhalter, so ein Haken, den ich mit Klebe, den ich mit Kleber dort versucht habe dran zu bringen. Seit Jahren kriegt der irgendwie, da suche ich noch eine Patentlösung für. Vielleicht gibt es da auch irgendwann einen Kickstarter für. Kann man ja mal einen Kickstarter zu machen. Für einen besseren Klebstoff an deinem Haken. Ich krieg halt einfach, egal was, ich habe schon alles probiert. Ich krieg halt auf Teufel komm raus, da geht es die Scheiße nicht dran geklebt. Das ist, ich habe schon mit, also, nächster Versuch alles Kleber, aber das ist, ich habe jetzt alle möglichen Klebstreifen versucht, so dran zu kleben. Die Scheiße will nicht halten. Das ist einfach. Die Scheiße fällt immer wieder ab. Das ist einfach. Jetzt bin ich vor dem Stream noch kurz auf Klo gegangen, da habe ich gesehen, die Scheiße ist schon wieder abgefallen. Das ist schon. Besseren Klebstoff, ich glaube, den gibt's schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, nächster Versuch alles Kleber. Werde ich mal ein bisschen. Aber ein Flüssigkleber einfach mal festkleben und da. Ist an der Wand ein bisschen schwierig, weil da kann man halt nichts gegen. Muss man halt eine halbe Stunde stehen bleiben, festhalten. Keine Ahnung, muss man halt irgendwie. Also die Klebestreifen, die ich bisher da versucht habe. Es hält mal ein paar Tage, aber das ist dann. Man macht es dann rums. Dabei ist das wieder. Ist die Scheiße wieder abgegangen. Ja. Bada bing, bada boom. So. Okay, jetzt wird man neue Steine schleifen. Mindestens 2. So. Und da bin ich auch außerdem gerade am Life is Strange spielen. Also gerade nicht, aber.
Wenn ich meine, ich Livestreamer, spiele ich ab und zu mal Life is Strange. Okay. Aha. Aha, aha. Okay. Ikirikus ist AFK. Yes. Ich probiere immer noch mit dem Bot rum. Okay, jetzt kommen wir aufs Dach. Der Song hat sich doch schon zweimal wiederholt. Wow. Die Playlist ist nicht wirklich random. Irgendwo muss ich jetzt gerade wieder an, was war es, die... Die was? Das war Apple damals, die das damals gebastelt haben. Was haben die gebastelt? Also ihre Shuffle-Funktion entworfen haben. Weil sie festgestellt haben, dass eine komplett zufällige Reihenfolge bei Songs nicht zufällig für den Menschen erscheint. Hm. Weil dabei halt die Chance ist, dass sich Songs wiederholen und sowas. Darum haben sie halt ihre Funktionen noch mit Funktionen versorgt, dass halt zum Beispiel Songs sich nicht direkt wiederholen können und so Sachen. Damit sich das Ganze nur zufälliger anfühlt. Obwohl es eigentlich weniger zufällig ist. Ja, richtig zufällig heißt ja halt auch, dass man. Ja. Dass man auch einen Song dreimal oder viermal hintereinander laufen kann. Das ist halt. So funktioniert zufällig. Dass halt auch durchaus mal ein Song. Theoretisch fünfmal hintereinander laufen kann. Das wäre dann schon ein sehr großer Zufall, aber. Ein Song zweimal hintereinander gespielt wurde, ist gar nicht unmöglich. Passiert öfters. Grüezi. Und das der Modi. Hast du fertig gegessen? Ja. Gerade war ein bisschen stressig. Ich bin erst kurz nach 18 Uhr heimgekommen. Ja, Modi, du musst dein Mikro wieder umstellen, man hört dich kaum. Welches habe ich gerade drin? Dann soll ich das wieder automatisch geändert. Alle. Hast alle. Alle. Ich hab wieder das Mikrofon drin. Das klingt hart nach internes Mikro. Jetzt kennst du Bildschirm. Ja, nee, das ist mein Aufnahmemikro, was ich halt selber. Was ich okay, mit vielen Filtern bearbeitet habe. Ja, das ist jetzt mein Headset-Mikro wieder. Das schlechte eigentlich. Okay, kannst du das irgendwie leiser stellen oder muss ich dich leiser stellen? Normalerweise stellen Leute einen leiser, aber gut. Ich kann auch. Ich bin gerade beschäftigt. So, hallo, so gut. Sag einfach Stopp, wenn es gut ist. Ja, Stopp. Jetzt? Okay, 80% also. Sehr gut. Ich stelle dich mal wieder lauter, weil ich habe dich bei 200%. Ha. Wow. Ja, wow. Nochmal. Dann stell ich dir mal bitte. Muss ich auch gerade mal auf dem Aufnahmeding leiser machen. Mach mal lauter. Wow. Moment, ich muss ganz kurz meine Bildschirmaufnahme ausmachen, ansonsten sehen die Leute alles. So, jetzt kann ich wieder. Moment. Jetzt machen wir mal die Soundeinstellungen. Ja, ihr wollt das unbedingt machen. Ich hätte mein Aufnahmemikro drin gelassen und ihr stellt mich einfach so. Lass, so geht's. Okay, 91. So müsste es gehen. Okay. Müsste. Okay. Ich hab's nämlich echt geschafft, beim letzten Teststream die Einstellung so zu verkacken, dass alles auf einer Spur lief. Und es klang wirklich nicht gut, weil bei Observer immer dieses Hintergrundrauschen mit dem Spiel ist. Boah, war das anstrengend. Ja. Übrigens, mal die andere Seite zu. Ja, wie es aussieht, kann ich übrigens Observer nicht spielen, weil das mir nach ein paar Minuten schon massiv Kopfschmerzen verpasst. Also, okay. Nicht so geil. Wieso macht es dir Kopfschmerzen?
Wegen den Lichteffekten und so weiter. Dafug? Wie das? Okay, blinkende Lichter oder was? Das Problem haben laut GOG einige. Die haben ein bisschen sehr übertrieben mit dem Remaster und ein bisschen sehr gut gemeint mit allem. Warte, welches Spiel reden wir gerade drüber? Ich habe gerade den Faden verloren. Das Observer Remaster. Oh. Alles klar. Oh, ich war beim letzten Mal am Stein abbauen. Ich mach mal eben die Playlist nochmal an. Also cool, ich hab Minecraft nochmal geöffnet. Ich hab bei Life is Strange und ich das Spiel jetzt ab und zu mal das Problem. Das stürzt mir in den ersten, ich glaube in den ersten zwei Minuten, nach zwei Minuten der Aufnahme. Also stürzt nicht ab, aber das Spiel schließt sich noch einmal, bevor ich dann. Oh, das ist nervig. Ja, das ist. Ich weiß auch nicht. Aber das ist nicht random irgendwie schließen, sondern es ist immer. Ich habe noch nie die Zeit gemessen, aber es ist immer nach einer bestimmten Uhrzeit, immer nach exakt zwei Minuten oder immer. Also es ist immer die exakte Zeit. Es ist immer eine bestimmte exakte Zeit, dann. Ich vergesse es immer wieder ein Spiel, dann fange ich an aufzunehmen und zu spielen und zack. Also nur einmal oder immer nach zwei Minuten? Ne, immer und danach kann ich zwei Stunden aufnehmen und ohne Probleme. Also Spiel starten und zwei Minuten abwarten, dann geht das, dann schließt sich das Spiel. Das erinnert mich an das Problem, was ich mit. Und das, zuverlässig, kannst du drauf Gift nehmen, dass ich das. Ja, ich weiß, das erinnert mich an ein Problem, was ich mit dem originalen Saints Row 3 und 4 hatte. Tatsächlich. Da war es auch so, zwei Minuten kannst du spielen und dann, bumm, Absturz. Und dann. Aber das Spiel ist noch offen, du musst es nur, also es versetzt dich in den Windows-Mode sozusagen. Das Spiel wirft dich raus, aber wenn du einfach mal kurz auf die Windows-Taste drückst und dann wieder reingehst, bist dann wieder drin. Das ist ja nichts Tragisches, aber es ist irgendwie. Oh, Moment. Ich habe möglicherweise vergessen, die Spielaufnahme anzumachen. Ja, das wäre schon praktisch. Es wäre praktisch. Ja. Gut. Kann mal passieren. Und die Spielaufnahme funktioniert. Nicht. Nö. Das heißt, die kann ich eigentlich entfernen. Oh, jetzt funktioniert sie, wo ich sie entfernen will. Nice. Mhm. So, das funktioniert. Schön. Ich programmiere gerade noch nebenher einen Bot. Ein Käsebot. Ja. Käsebot, genau. Hab ihm gerade eine Suchfunktion verpasst. Nice. Kann nach Käsesorten suchen. Na dann. Freue ich mich schon auf den Käsebot auf dem Discord. Frag mich nur warum. Noch ein paar. Warum nicht? Ich wollte mal lernen, wie die funktionierten Bot zu programmieren. Und das war die erste spontane Idee, die ich hatte. Käse, wirklich? Ja. Modi, das ist doch Käse. Es war so spontanes, irgendein spontanes Gespräch in Discord und es war spät abends und. Da kam irgendwie das Gespräch auf verschiedene Käsesorten und dass die Amis irgendwie nichts Vernünftiges haben und. Ja, das stimmt aber. Und dann habe ich spontan überlegt, ich mache jetzt ein Bot mit Informationen über Käse. Jetzt habe ich einen Bot mit 1803 verschiedenen Sorten Käse drin. Warum auch nicht? Dein Bot ist ganz schön Käse. Absolut. Es ist ziemlich schwachsinnig, aber es ist guter Schwachsinn. Es ist guter Käse. Ja. Und außerdem war es eine echt gute Übung, zu lernen, wie man sowas programmiert. Ja, das glaube ich. Wenn ich mich auch nur im Mindesten für Programmieren interessieren würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch mal probieren. Ich interessiere mich halt auch nur. Ich habe jetzt vor kurzem mal einen Kurs durchgearbeitet zum Thema Python-Programmierung. Okay. Und das ist jetzt mein erstes wirkliches Projekt damit. So, Search out ist das und das. Gut.
es. Ja. Ist immer noch schön, dass es so simpel ist, einen Bot in Discord einzubinden. Ja, das stimmt. Man meldet das Ding nur einmal an und dann hat sich das. Ja, es gibt auf jeden Fall Nervigeres. Ja, das ist halt wirklich nur... aus Höhe gefallen also. Du erstellst einen Bot auf der Discord-Webseite, spuckt das Ding dir eine Nummer aus, die trägst du in dein Programm ein und der verbindet sich. Fertig. Mhm. Also mit dem Command sucht mich das ja jetzt nicht mehr. Ich kann ja immer wieder zurück. So, das ist uns liert. Dachte ich es mir. Hast du eigentlich gerade das richtige Mikro drin? Du klingst ein bisschen sehr basslastig gerade. Müsste eigentlich. Du wüsste nicht, wieso nicht. Auf Discord. Solange es nur ein bisschen basslastig ist, wenn es ein anderes Mikro wäre, würden wir das, glaube ich, bemerken. Also auf OBS hatte ich letztens das Problem, dass der das Mikro umgestellt hat. Dass ich da auf irgendwie hatte ich da. Hatte ich da mein normales Mikro drin, also mein anderes, irgendwie ein anderes. Da war mein internes Mikro eingestellt, keine Ahnung. Musst immer umstellen. So war ein Stimmung, finde ich das dann ziemlich. Ist mir ja so ähnlich. Nutzerprofil, Erscheinungsbild, barrierefreie Sprache und Videochat. Eingabegerät Default, okay. Ah, Eingabegerät Default. Was ist denn Default? Dein Standardmikro normalerweise. Das ist ja normalerweise das hier. Nein, das war's nicht. Definitiv nicht. Lautsprecher, Rest, Headset. So, jetzt. Jetzt klingst du wieder wie sonst. Ah, okay. Sehr schön. Hat sich das alles bei mir umgestellt? So ist das Leben. Hart und grausam. Dann OBS müsste jetzt auch noch funktionieren. Ich glaube, ich muss mir mal ein digitales Mischpult irgendwie zulegen. Digitales? Ja, irgendein Programm, was mit Filtern unterstützt und so weiter. Gibt ja genug. Ich war nur zu faul. Voice Meter. Okay. Zum Beispiel. So, ganz ehrlich, ich bin schon komplett übertreibst mit der Größe. Es gibt nämlich drei verschiedene Sorten von Voice Meter. Ich mag es, wenn sich Technik umstellt. Von alleine. Ja. Weil Voice Meter alleine reicht für die meisten. Banana für alle, die es noch etwas komplexer haben wollen. Und du musst komplett bescheuert sein, um Voice Meter Potato dir zu holen. Oh ja, davon habe ich gehört. Warum? Weil Voice Meter Potato hat, glaube ich, 20 verschiedene Audio-Eingabekanäle und Ausgabekanäle. Und die braucht keine Sau. Auf einem PC, eben. Ja. Während Voice Meter Banana ist ganz entspannt bei drei direkten und zwei digitalen. Scheint so, als müsste ich verstehen. Drei Outputs. Das reicht für eigentlich jeden. Ja, ich denke, ich war, glaube ich, schon mal dabei, das runterzuladen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Vielleicht hast du es runtergeladen und dann nicht installiert. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, ich hatte den Installer mal, aber ich habe es nie benutzt, weil irgendwas dazwischen kam. Also es hat auch einen Equalizer drin und ja, grundlegend kannst du es auch durch Filter und sowas jagen, wenn du noch einen Filter dazu setzt. Ja, nee, Equalizer ist halt scheiße. Equalizer ist halt sau wichtig, weil mein Mikrofon klingt ohne halt wie scheiße. Keine Filter außer für einen Kaffee. Ich habe halt das Problem, normalerweise gemacht. Wie Filter bei Kaffee, das ist das muss die ganzen Bohnen kommen rein. Das muss doch knusprig sein. Schön die ganzen Bohnen dann mit heißem Wasser übergießen, so muss es sein. Der Ton kommt ja ungefiltert hoch. Wie ich meinen Kaffee trinke? Natürlich, ich
Ich schnief die gemahlenen Bohnen und trinke einen Liter kochendes Wasser. Ganz genau. So. Aber ganz wichtig, da musst du auch anderen Leuten vorschreiben, es genauso zu machen. Natürlich, sonst ist man ja nicht männlich. Ist doch logisch, denk doch mal mit.